Sie nahmen die Autobahnabfahrt Rovereto Sud, weiter Richtung Riva, noch 30 Kilometer bis Gagnano Boliaco. Dann gingen die Berge auf und gaben den Blick auf den See frei. Sehr prächtig, dunkelblau. Unzählige weiße Segel, eine Flottille. Die Hitze nahm zu und es wurde gleichzeitig kühler, man brauchte nur aufs Wasser zu sehen. Das Wasser ist eiskalt, Bergsee eben, sagte der Rumäne, der schon mal hier gewesen war. Frosta oder was, sagte Alice gereizt. Na so ungefähr, sagte der Rumäne, lachte in sich hinein. Er hielt auch das Lenkrad anders seit der italienischen Grenze, lässiger, nur noch mit der linken, lenkte jetzt nur mit der linken in einen Tunnel rein, dessen Schwärze Alice so lange den Atem verschlug, bis sie begriff, dass sie die Sonnenbrille abnehmen musste. Anna hinten auf der Rückbank wachte auf. Sie glitten wieder raus aus dem Tunnel, rechts Zypressen, links der See, blendendes Licht und extrem scharfe Konturen, dann der nächste Tunnel.